Der Mensch an sich ist wertvoll. Und jeder Mensch ist wertvoll. Ja, jetzt gerade rede ich mit Marianne Streif, Präsidentin der EVP, der Evangelischen Volkspartei, über Gott, über Drogen und über Gerechtigkeit. Und zwar hier auf Erden und im Jenseits. Marianne Streif, Präsidentin der Evangelischen Volkspartei der Schweiz, EVP, ist 62 Jahre alt. Sie ist verheiratet, hat 3 erwachsene Kinder und lebt in Urtenen-Schönbühl. Sie ist von Beruf Politikerin und ist seit 2010 im Nationalrat. Ja, Frau Streif, Sie sind eine leidenschaftliche Sängerin, sind auch in einem Chor. Kann man beim Singen etwas lernen für die Politik? Also Singen ist vor allem auch Psychohygiene. Singen befreit. Singen kann man nur, wenn man nicht, weiss nicht wie verkrampft ist. Und ich denke, von dem her hilft es. Aber ich habe schon als Kind gesungen. Es ist einfach etwas. Um die verkrampfte Politik zu ertragen, hilft es also ab und zu loszulassen. Es hilft total. Es entspannt und es tut gut. Und ja, es ist, erzähl einfach eine Wohltat. Wie ist das eigentlich? Muss ich an Gott glauben, um Ihre politischen Forderungen letztlich noch vollziehen können? Nein, ich denke, also unsere Politik die basiert ja schon auf Menschen, die das Evangelium aus ihrer Lebensgrundlage nehmen. Aber wir machen nicht eine Gewissensprüfung und fragen die Leute nicht, glaubst du genau an das oder bist du auf dem Weg, für unsere Politik tätig zu sein. Aber unsere Politik die setzt den Menschen ins Zentrum. Wir haben ja ein Menschenbild, wo die Würde des Menschen ganz wichtig ist. Unsere Politik tut auch die Umwelt, also auch die Schöpfung, sehr beachten und schonen. Und von dem her ist es eine klare Basis. Aber die Begründung dieser Werte ist letztlich eine religiöse bei Ihnen persönlich? Oder kann man das auch gut nachvollziehen und rechtfertigen, ohne das ganze Religiöse? Also für mich persönlich ist es basiert auf dem Evangelium. Aber gleiche Werte haben ja auch andere Glaubensrichtungen. Mhm. Es fehlt vielleicht ein gewisser Teil des, wie man miteinander umgeht, oder die Vergebung, die natürlich das Christentum ganz gross hat. Aber Nächstenliebe, Solidarität, Nachhaltigkeit, das haben wir nicht beachtet. Das haben andere auch, aber bei uns tun wir es explizit. Wir tun uns explizit darauf abstützen, eben auch von den evangelischen Werten oder auch vom Vorbild, wie Jesus hat gelebt. Aber man könnte sagen, Politik sollte neutral sein. Nicht irgendwie religiös imprägniert und soll kein Lebensideal irgendwie vorschreiben, sondern eben neutral sein und Offenheit. Aber bei Ihnen ist schon ein religiöses Lebensideal letztlich hinter der Politik. Also die Politik soll ja einem Menschen dienen. Die Politik soll der ganzen Gesellschaft dienen. Die Politik soll das Zusammenleben gestalten. Und wenn wir haben ein funktionierendes Vorbild im Evangelium, wie man zusammenleben kann, was ein Mensch dienen kann, auch die Rücksichtnahme und nicht der Egoismus. Und von dem her ist das politisch neutral. Also wir sagen nicht nur die christlich sind oder die so glauben, die können so handeln. Aber es prägt natürlich unser Denken. Sie haben natürlich auch ein bestimmtes Menschenbild, oder? Also wenn man aus einer christlichen Sicht ist der Mensch ein Geschöpf von Gott, auch ein ebenbildliches Geschöpf von Gott. Welche konkreten Forderungen leiten sich jetzt aus dem ab? Also konkrete Forderungen würde ich vielleicht so sagen, der Mensch an sich ist wertvoll. Und jeder Mensch ist wertvoll. Und dort leiten sich ganz viele Haltungen von uns ab. Oder? Also sei es der Umgang mit Schwächeren, mit Menschen mit Behinderung, sei es unser Kampf gegen Ausbeutung, gegen Menschenhandel. Das sind alles Sachen, wo wir sagen, der Mensch ist im Zentrum und der Mensch ist wertvoll. Mhm. Sie plädieren aber auch immer wieder gegen die Legalisierung von Drogen zum Beispiel. Da habe ich mich gefragt, ist der Mensch denn eher im Weltbild jemand, der man vor sich selber schützen muss, in gewissen Situationen, wie ein Kind? Also ich denke, ich will nicht unterstützen, etwas, das einem Menschen schadet, wo man bewusst weiss, es schadet einem Menschen. Auch wenn er das freiwillig konsumiert? Ja, ich denke, eine gewisse Einschränkung, also ich meine, es schadet ja nicht nur einem betroffenen Menschen, der Drogen nimmt, es schadet dem ganzen Umfeld. Es gibt
Kriminalität daraus. Also es geht ja nicht nur der Einzelne etwas an, der Drogen nimmt. Es sind ganz viele tangiert. Es ist ein Elend rundherum, es ist ein Elend in Familien. Und ich denke, wenn wir dort vorher Barrieren setzen können, dass es gar nicht so weit kommt, finde ich das richtig. Das eine ist natürlich die anderen schützen, oder? Wenn deren ihre Freiheit eingeschränkt wird. Und das andere ist eben die Einzelperson, die selber konsumiert, versuchen zu schützen. Aus Fürsorge und das höher stellen als die Autonomie. Wie ist es mit dem Diskriminierungsverdacht? Also Stichwort Ehe für alle oder Adoptionsrecht für homosexuelle Paare. Ist man dort in Gefahr, dass man gewisse Gruppen schlechter behandelt, weniger Recht zuspricht aufgrund von einem bestimmten Mensch und Weltbild, wo man hat? Das glaube ich nicht, weil gegen das Zusammenleben von zwei Leuten, in welcher Form auch immer, habe ich gar nichts. Und dort finde ich, ja, die sollen die gleichen Rechte haben, was die Beziehung unter ihnen angeht. Aber wenn es nachher darum geht, Fortpflanzungsmedizin, wo sie dann auch den Zugang wollen, mit all dem, das ist nachher nicht mehr nur die zwei tangiert. Das ist schon wieder ein Kind, ein ungeborenes Kind tangiert, wo man dann vielleicht sagt, wir wollen die Adoption und wir wollen die Möglichkeit, um Mann, dann wollen wir die Leihmutterschaft. Und das ist ein Kind tangiert und sie viele andere auch tangiert und nicht nur die zwei. Und darum, dort machen ich Grenzen. Das sind ein ganz sensibler Bereich. Hat Liebe überhaupt etwas zu suchen in der Politik? Die hat überall etwas zu suchen. Also ich finde, das hat für mich mit Respekt, es kommt darauf an, wie man es definiert, oder? Aber es hat für mich mit Respekt, mit Achtung vor dem Nächsten, mit ihn wollen zu sehen, wie er ist, mit ihm wollen, eigentlich das Beste wollen für den Menschen, der mir jetzt gerade begegnet. Das ist für mich Liebe und das hat überall etwas zu tun. Das sollte eigentlich auch Triebfeder sein vor Politik. Es sollte niemals Triebfeder sein, dass man schaut, wo haben wir am meisten Gewinn, monetäre Interessen oder so, sondern wirklich der Mensch. Was hilft Ihnen konkret, persönlich die Haltung zu haben, von der nächsten Liebe und so auf andere Leute zuzugehen? Also ich denke, das ist sicher, das ist aus meinem Glauben heraus erwachsen, denke ich. Aber es ist eine Lebenshaltung oder die Grundhaltung, wahrscheinlich vom Evangelium her, wie ich einem Mitmenschen begegnen will. Und ich denke, das ist auch meine Triebfeder. Gerechtigkeit, ist das etwas, das in dieser Welt überhaupt irgendwas zu erreichen ist, möglich ist? Oder ist das etwas, wo wir warten müssen, bis jenseits da ist? Ich habe das Gefühl, wir müssen auf jeden Fall immer danach streben. Ich glaube, das muss unser Ziel sein, immer nach mehr Gerechtigkeit streben. Ob wir die Gerechtigkeit je erreichen, das bezweifle ich. Aber wir können immer wieder Schritte in Gerechtigkeit gehen. Und jeder Mensch kann es ja nachher nur von seinem Leben sagen, habe ich probiert und bin ich einem Mitmensch gerecht worden oder immer ungerecht oder habe ich probiert, mich ein bisschen einzusetzen für mehr Gerechtigkeit. Das muss ja jeder schlussendlich für sein Leben entscheiden. Aber der Auftrag, das Ziel soll es sein. Ein Ziel, dass wir nach Gerechtigkeit trachten, das erachte ich als ganz wichtig, auch als Gesellschaft. Ich glaube, es geht wirklich. Also, das haben wir in der Präambel. Es geht ja uns nur so gut, wie es den Schwächsten geht. Und das ist eine Tatsache. Letzte Frage, Frau Streif. Was ist für Sie persönlich der Sinn des Lebens? Als überzeugte Christin ist für mich schon, die Beziehung mit Gott zu pflegen, Beziehung zu suchen, probieren, irgendwie ein bisschen mehr von diesem Geheimnis zu entdecken. Es bleibt dem ja im Endeffekt immer vieles verschlossen und sie immer nur so Flash von wieder irgendetwas erfahren haben oder irgendwie das Gefühl haben, ich habe etwas ein bisschen gegriffen. Und das ist, ich glaube, das ganze Leben ist ein Weg in diese Richtung, in dieser Beziehung zu Gott. Was sind so Momente, wo Sie das greifen, spüren? Und das sind ganz persönliche Momente, wo ich das Gefühl hatte, da habe ich jetzt gemerkt, das war jetzt eine höhere Macht, da hat jetzt Gott eingegriffen. Oder das war jetzt wirklich geführt, dass das so kommt. Das sind so Momente. Oder ein Moment, wo man es greifen kann, ist, wenn man in der Natur irgendwie ein ganz spezielles Erlebnis hat. Und ich muss sagen, boah, ja,
es gibt so viele Sachen, die ihm fast umhauen. An Schönheit in der Natur, wo ich muss sagen, das kann kein Mensch kreieren. Das sind so wunderbare Momente. Das sind für mich auch heilige Momente. Frau Streif, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Merci euch. Jetzt rede ich mit Martin Landolt, BDP-Präsident, über Gefühle der Politik, über das gute Leben und über die Frage, was Politik mit dem Jagen zu tun hat.